Mir singet vor, mir singet voller Pep. Der Tollio, der Tollio, der Tollio del Rap. Mir rappet rechts, mir rappet links, mir rappet um die Ruhe. Mir rappet hoch, mir rappet tief und jodelt eins dazu. Rocket nicht, mir rollet nicht, mir stünd auf ja Dexen. Mir hippet nicht, mir happet nicht, uns gefällt Heimat kling. Mir rappet rechts, mir rappet links, mir rappet ohne Ruhe. Mir rappet hoch, mir rappet tief und jodelt eins dazu. Mir juchzet da, mir juchzet da, mir juchzet da als Gast. Fürs Fernsehen und die Leute, die heigen mir nur das Allerbest. Mir rappet rechts, mir rappet links, mir rappet ohne Ruhe. Mir rappet hoch, mir rappet tief und jodelt aus der Zue. Schön. Wow, Lea und Yves. Ja, was soll ich sagen? Also, wenn ich jetzt im Winter irgendwo in der Skihütte bin und dazu ein feines Fondue habe, dann kann ich mir nichts Besseres vorstellen als ihr beiden, die ein bisschen für Stimmung sorgen, oder? Die hat wirklich so ein bisschen Thematgefühl in mir ausgelöst und von dem her würde ich sagen, weiter so, Vollgas, oder? Monsieur Gress, war das was für Sie? Ich kann mich nur anschließen, was Sie schon alles gesagt haben, Monsieur Sven. Wir haben zwei junge Talente vor uns gehabt, die uns sehr Freude gemacht haben heute Abend. Vielen Dank. Christa. Also, wir sind hier bei den grössten Schweizer Talente und wir suchen, was wir zuvor noch nie gesehen haben. Das ist innovativ, aber trotzdem bleibt traditionell. Es bleibt ein bisschen Swissness. Das gefällt mir. Das ist die junge Generation von der Schweiz, die ich kenne. Und ihr habt das super gemacht. Dankeschön. DJ Bo. Das ist mein erster Jodel-Rap, den ich gehört habe. Und da sogar noch a cappella, also ohne Begleitmusik. Und mit einer Choreografie dazu. Das ist vorbildlich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Besten von der grössten Schweizer Talente reicht. Darum von mir noch ein Nein, leider. Christa, ja oder nein? Also ich denke, wenn ihr weiter übt und es wird das Ganze ein bisschen schneller, im Moment ist es leider nein. Mhm. Monsieur Gress. Talent ist da, vielleicht schon nicht ganz das größte Talent. Bei dem sage ich auch im Moment leider, sage ich auch nein. Aber ich habe gesagt, die Zukunft gehört Ihnen, beide. Gut, die kommen ein bisschen im Fußball draus und so, oder? Ich sage euch natürlich ein Ja, für euch zu motivieren. Macht weiter so. Danke vielmals für euren Auftritt. Und alles Gute, einen großen Applaus für Lea und Yves.